In diesem Screencast zur rechtsgeschäftlichen Kommunikation widmen wir uns zunächst dem Begriff der Willenserklärung und schauen dann, wie sich aus der Bildung und der Kundgabe des Willens eine Erklärungshandlung ergibt und in welcher Gestalt diese abgegeben werden kann. Außerdem werden Sie die Bedeutung des Schweigens in der rechtsgeschäftlichen Kommunikation kennenlernen. Als Beispiel nehmen wir wieder Max. Max hat sich in ein Kaufhaus begeben und steht nun in der Schmuckabteilung vor einer verschlossenen Vitrine und sieht dort einen schönen Ring für seine Freundin Erika. Er überlegt sich nun, diesen zu kaufen. Zur herbeigeeilten Verkäuferin sagt er sodann: „Ich möchte den silbernen Ring mit dem grünen Stein kaufen." Max hat durch diese Aussage im Rechtsjargon eine Willenserklärung abgegeben. Den Begriff der Willenserklärung kann man in zwei Teile unterteilen, nämlich in den Willen und dessen Erklärung. Der Wille ist die sogenannte innere Seite, auch subjektive Seite genannt. Er umschreibt, auf unser Beispiel zurückgekommen, das Ergebnis dessen, was Max während des Betrachtens des Rings gemacht hat. Er hat sich nämlich durch Überlegen dazu entschlossen, den Ring zu kaufen. Diesen Prozess nennt man Willensbildung. Das Ergebnis ist dann der Wille. Die Erklärung ist wiederum die äußere Seite, auch objektive Seite genannt. Max muss seinen Willen der Verkäuferin kundtun, damit diese weiß, dass er diesen Ring kaufen möchte. Die Willenserklärung dient also dazu, einem bestimmten Rechtskreis einen rechtsgeschäftlichen Willen kundzutun. Diese Kundgabe nennt man Erklärungshandlung. Diese Erklärungshandlung kann in verschiedener Gestalt vorkommen. Gemeinsam haben sie aber alle, dass sich aus ihr auf einen bestimmten Geschäftswillen schließen lässt. Zunächst einmal die einfachste und üblichste Form, die ausdrückliche Willenserklärung durch mündliche oder geschriebene Worte. Max hat verbal seinen Willen geäußert und damit seinen Willen erklärt. Ebenso wäre dies in einem Brief, einer E-Mail oder einer SMS möglich gewesen. Aber auch sogenanntes konkludentes bzw. schlüssiges Handeln, was nur eine stumme Geste oder ein bestimmtes Verhalten ist, kann eine Erklärungshandlung darstellen. Allen Erklärungshandlungen gemein ist aber, dass ein objektiver Betrachter aus einem Verhalten auf eine Äußerung, die auf die Herbeiführung einer bestimmten Rechtsfolge gerichtet ist, schließen kann. Nehmen wir in unserem obigen Beispiel einmal an, dass der Ring nicht in einer Vitrine eingeschlossen, sondern Max frei zugänglich ist. Max kann ihn also direkt nehmen und damit zur Kasse gehen, ohne seinen Wunsch zuvor verbal gegenüber einer Verkäuferin zu äußern. Wenn er den Ring also auf den Tresen oder das Band legt, gibt er mit dieser Geste den Willen kund, den Ring käuflich erwerben zu wollen. An dieser Stelle sollte man sich die Bedeutung des Schweigens im Rechtsverkehr vor Augen führen. Schweigen meint, dass zu etwas weder Ja noch Nein gesagt wird, beziehungsweise ein schriftliches, mündliches oder in sonst einer Form vorgebrachtes Angebot weder angenommen noch abgelehnt wird. Somit stellt Schweigen aus rechtlicher Sicht grundsätzlich keine Erklärungshandlung dar. Es gibt nur wenige Ausnahmefälle, und zwar dann, wenn es entweder zwischen den Parteien vereinbart ist, sogenanntes beredtes Schweigen, oder aber wenn es das Gesetz vorsieht, sogenanntes normiertes Schweigen, zu finden beispielsweise in § 516 Absatz 2 Satz 2 BGB. Betrachten wir nun noch einmal die Willenserklärung selbst. Wie wir bereits gelernt haben, wird diese durch eine Erklärungshandlung abgegeben. Nicht jede Willenserklärung ist inhaltlich gleich. Es gibt Willenserklärungen, die dem Empfänger zugehen müssen, um wirksam zu sein. Diese nennt man empfangsbedürftig, zum Beispiel die Kündigung eines Mietvertrags. Andere wiederum entfalten auch so ihre Wirkung, die sogenannten nicht empfangsbedürftigen Willenserklärungen, zum Beispiel das Testament. Willenserklärungen benötigen damit also zwingend eine Abgabe, wir erinnern uns, auch konkludent kann hier ausreichen, und im Falle der Empfangsbedürftigkeit auch eines Zugangs, um wirksam zu sein. Wann ist eine Willenserklärung aber zugegangen? Die Definition lautet wie folgt. Eine Willenserklärung ist dann zugegangen, wenn sie so in den Machtbereich des Erklärungsempfängers gelangt ist, dass er sie zur Kenntnis nehmen kann und man unter normalen Umständen mit der Kenntnisnahme rechnen kann. Nehmen wir zur Veranschaulichung der Definition einmal folgende Beispiele, bei denen jeweils eine empfangsbedürftige Willenserklärung mittels Brief übermittelt werden soll. Beispiel A. Der an Max adressierte Brief wird an einem Samstag bei Max zu Hause eingeworfen. Da er den ganzen Samstag mit Erika unterwegs war, liest er den Brief erst am Montag. Beispiel B. Der an das Unternehmen von Max gesendete Brief wird samstags in den Unternehmensbriefkasten eingeworfen. Die normalen Geschäftszeiten sind aber nur von Montag bis Freitag. Montagmorgens wird der Brief dann von Max oder einem anderen Mitarbeiter gelesen. Beispiel C.
Wieder wird der an das Unternehmen von Max gesendete Brief samstags in den Unternehmensbriefkasten eingeworfen. Max, also Workaholic-Geschäftsführer, ist auch samstags im Büro und liest die Post entsprechend am Samstag. Wann ist nun die Willenserklärung in den einzelnen Beispielen zugegangen? In den Fällen A und B wird der Brief erst Montagmorgen gelesen. Der Unterschied ist, dass Max in Fall A eine Privatperson ist, während in Fall B die Post an ein Unternehmen gerichtet ist. Die Verkehrsanschauung geht davon aus, dass bei Unternehmen der Zugang deshalb erst am Montag erfolgt, weil ein Büro üblicherweise am Wochenende nicht besetzt ist. Bei Privatpersonen hingegen ist ein Zugang auch samstags möglich, da davon ausgegangen wird, dass sie die Post auch samstags lesen. Dass Max den Brief erst Montagmorgen liest, ist also unerheblich, da nach der Verkehrsanschauung der Brief und somit die Willenserklärung bei ihm am Samstag zugegangen ist. In Beispiel C hingegen ist Max als Geschäftsführer außerhalb der üblichen Geschäftszeiten im Büro und liest die Post. Durch die tatsächliche Kenntnisnahme hat Max hier im Gegensatz zu Beispiel B bereits am Samstag den Zugang der Willenserklärung bewirkt. Folgendes haben Sie gelernt. Sie kennen nun die Bedeutung von Willensbildung, Willenserklärung und Erklärungshandlung. Sie wissen, dass auch konkludentes Handeln zum Beispiel in Form einer stillen Geste ausreichen kann, um den rechtsgeschäftlichen Willen mitzuteilen. Diesbezüglich haben Sie die Regelung der Abgabe und des Zugangs, insbesondere bei empfangsbedürftigen Willenserklärungen, gelernt. Stets zu beachten ist dabei, dass das Schweigen grundsätzlich keine Willenserklärung darstellt. Ihm kommt nur in wenigen Ausnahmefällen ein Erklärungswert zu.